Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4, wo wir immer noch hier vor dem Sanatorium stehen. Ich muss mal ganz kurz nach Sanctuary reisen. Mein Kopfweh hat sich mittlerweile noch nicht ganz verzogen, aber es ist besser geworden. Es ist nur, es geht eigentlich das Kopfweh. Es ist nur manchmal so richtig so ein stechender Schmerz an der rechten Schläfe drinnen. Es ist unglaublich. Ich hoffe, das geht jetzt weg. Es ist nämlich sehr störend, wenn man hier aufnehmen will und eigentlich quatschen sollte. Und ich bin eigentlich, ich bin tatsächlich extrem ruhig momentan in der Aufnahme jetzt hier. Schrott ablegen. So, was haben wir denn noch hier? Bleirohr. Mhm. Impro-Pistole, Institutpistole, Kampfmesser, Mine, Machete kommt weg. Nudelholz ist auch eine Waffe, Planke zweimal. Impro-Gewehr, Injektor-Gewehr, Jagdgewehr. 44er, Sturmgewehr, ein Schlagstock. Was ist das? Ach, das ist ein Institutgewehr, okay. Wir haben 1400 Zellen, Alter. So, das kommt auch weg. Dann haben wir alles, was wir nicht brauchen, haben wir weg. Dann, was haben wir hier? Ein Armeehelm. Schutz 10. Naja. Wir werden sehen. Armeeuniform, Brille, Filzhut, Greaserjacke und Jeans. Glück 2. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Das tun wir dann drüben rein. Kapitänsmütze haben wir auch noch nicht, glaube ich. Militärbarett haben wir schon. Rotes Kleid, saubere Kleidung, grauer Anzug, grünes Kleid, Smoking, Sommerkleidung. Das kommt drüben rein. Gut. Okay, dann haben wir das. Zuerst allerdings gehen wir hier rein. Ah, das Stechen ist wieder da. Ach du Schande. Ach du Schande, jetzt ist es wieder weg. Okay. Piper. Hey, sag einfach Bescheid. Piper. Zeit für Reiseproviant. Auch eins? Danke. Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Alles klar. Ja. Hey. Hm? Hey, Piper. Was ist los? Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Alles klar. Ah, jetzt. Okay. Konnte sie vorher nicht, weil sie an der Wand stand. So, jetzt gehe ich da rein und stelle die Powerrüstung wieder dahin, wo sie hingehört. So, ich habe auch jetzt, das Fenster hier gekippt. Das bedeutet, das ist eine beeindruckende Ausstattung, Blue. Falls man irgendwie den Wind rauschen hören sollte oder irgendwas anderes, dann tut mir das leid, aber es ist halt so. So, Mama Murphy schlendert hier auch rum. Was wollte ich jetzt noch tun? Ach ja. Hilfsmittel ablegen. Ich bin gerade, wow, ich bin gerade ein bisschen neben der Spur wegen dem Kopfweh. Aber ich muss definitiv noch ein paar Folgen aufnehmen. Es hilft nichts. Bier. Bourbon, Buff Out. Gwinnett Brew, Gwinnett Lager. Jet 8-mal. Dann kommt hier rein Mentes 4-mal. Pax-Spritze. Beruhigt das Ziel für 30 Sekunden. Das ist... Ach, das ist Munition quasi. Okay, Psycho kommt auch hier rein. Wodka kommt da rein. Gut, dann legen wir da noch den Rest ab von dem, was wir nicht mehr brauchen. Blemko auf jeden Fall, Dandyboy Äpfel. Das kommt weg, das können wir lassen. Geröstetes Meyerlurk-Fleisch haben wir mitgenommen. 1, 2, 3, 4, Insta-Püree, 2 Karottenklingen. Korn, Leguan am Stiel. Leguan Bissen kommt definitiv weg. Leuchtender Pilz kommt weg. Mais kommt weg. Meyerlurk-Fleisch kommt weg. Mutierte Farnblume, die müssen wir doch wem bringen. Irgendjemand will die haben. 110 Stimpaks haben wir. Wow. Nope, das will ich nicht. Mutierte Farnblume. Moment, ich lasse die mal ganz kurz. Mutierte Farnblume.
Ich lasse die mal im Inventar. Ach ja, und hier das Sternchenzeug muss ich ablegen und die Outfits muss ich ablegen. Sternchenzeug. Haben wir Waffen mit Sternchen? Nein, wir haben eine Rüstung mit Sternchen, glaube ich. Hier, das eine Ding. Und hier haben wir wieder... ja, kann ich auch ablegen. So, Alter. Nicht böse sein, wenn ich jetzt irgendwie abgelenkt scheine, aber es ist halt... Es ist halt, ja. Ja? Es ist gerade nicht so einfach für mich, zu moderieren und zu spielen und Kopfweh zu haben gleichzeitig. Wenn eins davon wegfallen würde, okay. Aber tut es ja nicht. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus hier? Die Leute. Wie viele Leute? Wir haben 15 Leute und nur 10 Betten. Darum also. Darum haben sie also eine Notlage mit Betten. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch Betten anbauen. Strukturen Holz, Wände. Folgendes, Madame. Wir bauen hier eine Wand. Hier so. Hier so eine kleine Trennwand. Wenn das geht irgendwie. So, warte. Jupp. Und hier kann ich keine Wand mehr bauen. Ich kann... Bis hier kann ich eine Wand bauen. Wenn ich hier eine Wand baue, kann man natürlich zum Bett nicht mehr hin. Kann ich hier eine Wand bauen? Hier kann ich eine Wand bauen. Wie nah kann ich die heranstellen? Schon sehr nah. Ach, das ist der Brahmin-Schädel, der mich hier stört, oder wie? Oder wie ist das? Wenn ich das jetzt hier so mache... Habe ich hier hinten keinen Spalt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt hier eine halbe Wand. Dann machen wir wieder hier unsere Zellen. Dann haben wir hier noch eine Zelle. Und da könnten wir theoretisch... Bringen wir hier eine halbe Wand unter. Eine halbe Wand scheint zu funktionieren. Ich sehe sie zwar nicht, aber sie... Wie steht sie da? Sie könnte noch ein bisschen nach hinten. So. Genau. Und dann kann ich hier nochmal so eine Wand machen. Warte mal, kann ich hier so eine Wand, wenn ich die hier so platziere? Die ist zu lang. Okay. Zimmer mit Aussicht. Sozusagen. Alter, uns geht hier der Platz aus. Uns geht hier der Platz aus. Es ist unglaublich. Ich muss noch ein Haus bauen. Warte mal. Wie ist denn das? Wie ist denn das, wenn ich hier jetzt hochkomme? Es ist zwar nicht toll, aber es ist zumindest auch nicht, nobel. So. Wie sieht das aus? Naja, mehr schlecht als recht zusammengezimmert. Okay. Na gut, dann müssen sie sich eben damit abfinden. Das heißt, wir haben drei neue Zimmer akquiriert und haben trotzdem hier noch den Balkon, wo quasi Wache gehalten werden kann oder, ich weiß nicht, gegrillt werden kann oder irgend sowas, ja?
Oh, Alter, mein Kopf. Es tut mir leid. So, das Kopfende ist das da. Ja gut, wenn nicht, dann muss ich in den vorhandenen Häusern eben Betten aufstellen, ne? So, dann kann man hier noch zum Bett und kann hier, noch, hier auch noch eine Kiste aufstellen. Hier kann man zwar nicht raus, aber das macht nichts. Also mich stört es zumindest nicht. So, das ist hier ein größeres Zimmer. Ein bisschen geräumigeres. Dann könnte man hier raus. Ja, warte mal. Nee, könnte man nicht. Es haut so nicht hin, wie ich das jetzt gerade vorhabe. Moment, was ist, wenn ich das... so mache? Kriege ich dann hier... nein, das geht sich auch nicht mehr aus. Egal. Okay, dann hier noch ein Bett rein. Kann ich das irgendwie da so hinten so platzieren? Aber man kann zumindest noch hin. Das ist gut und der Kopf ist vor Sicht geschützt. Das ist das Allerwichtigste. So. Meine Frage ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel umstrukturieren würde. Nein, würde auch nicht klappen. Okay, gut. Ah, Alter. Ich bin hier jetzt gerade ganz kurz davor, wirklich die Aufnahme abzubrechen. Problem ist nur, dann komme ich zeitlich nicht mehr dazu, irgendwie wann anders aufzunehmen. So. Und hier noch eine Kiste, eine kleine. Oder ein Koffer und das Bett. Koffer und das Bett reicht ja auch. So. Okay, dann haben wir 13 Betten für 15 Leute. Moral 68 und steigend. Die Moral ist tatsächlich gesunken, weil wir zu wenig Betten hatten. Ist ja toll. So, was haben wir da? Hier, das kommt erstmal... das wird verwertet. Das wird verwertet. Das wird verwertet. Den kann man ja lassen. Hallo? Ah, das kommt alles weg. Ich räum hier einfach rigoros aus. Und mach dann hier zwei Schlafzimmer draus. Jo, mach ich. Betten. Warte mal. Eigentlich... könnte man hier draus, ja. So ein Gemeinschaftsschlafzimmer auch machen. Aber kann ich nicht, weil die Betten nämlich... Hier könnte ich noch eins hinstellen. Betten, so. Dann drehen. Muss mal ganz kurz hier Problemlösung oder Schadensbegrenzung betreiben, sagen wir es mal so. So. Damit uns nicht die Leute abwandern hier. So. Kopfende von der Tür weg. Kann man hier jetzt schlafen? Ist es mir egal eigentlich. Ob man hier jetzt schlafen kann oder nicht. ...287 Betten könnten wir noch bauen mit dem ganzen Schrott, den wir hier haben. So. Dann haben wir hier drinnen 4 Betten. Dann haben wir jetzt 17 Betten. Das heißt, das reicht jetzt erstmal. Dankeschön. Dann kann die Moral weiter steigen. Hier in Sanctuary. Ich könnte natürlich auch das Siedlungsrekrutierungssignal deaktivieren. Aber wir haben ja noch Platz. Wenn wir noch mehr Betten brauchen, können wir immer noch welche bauen.
So, Frage ist, bevor wir jetzt irgendwo hinreisen, was machen wir denn als nächstes? Die Old North Church. Proctor Teagan. Jack Cabot. Siedler. Erkundungsteam suchen. Reinigung des Commonwealth. Quartiermeister, raus ins Left Field, sonstiges. Sprich mit Bobby. Wer ist Bobby? Technische Dokumente, MacCready, Fallakten. Welche Fallakten? Solomon. Machen wir das mal. Wer ist Solomon? Diamond City Markt, ja. Reisen wir mal nach Diamond City, da waren wir schon länger nicht mehr. Oh, mein Kopf. Ach du Schande, und husten muss ich auch, Moment. So, habe ich mal gehustet. Hallo. So, wo müssen wir 6 Meter in die Richtung? Hier hin. Hast du den Farm gefunden? Dürfte leicht zu sehen sein. Ich habe die Pflanze gefunden. Hier, bitte. Also gut, hier deine Bezahlung und ein paar Proben aus der Apotheke. Aber nicht alles auf einmal nehmen. Immer in Maßen. Wie dem auch sei, ich habe einen Laden zu führen. Reden wir über das Geschäft. Klar, ich schau mal, was du hast. Schau's dir an. Okay. Hat der auch ganz normale Stimpacks? Ja. 117. Nö, danke. Tschüss. So, was haben wir denn hier jetzt? Das geht nur mit deinem Schlüssel auf. Tja, stimmt doch gar nicht. So, Homeplate. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Das ist toll. Kauft ein Schlagholz! Ach, das ist. Stimmt, ich muss ihm ja. Moment, wo kann ich denn. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist. Hey, Myrna. Denk dran, Synths werden bei mir nicht bedient. Vorräte sind nur für Menschen. Ja, ich weiß. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles, was du brauchst. Ja, ich hätte ehrlich gesagt gerne einfach nur eine Nuka-Cola. Wenn du sowas hast. Nuka Cherry. Okay, will ich nicht. Tschüss. Myrna, der hat Waffen. Er hat das. Was ist das denn? Wer möchte gerne gut aussehen? Die neuesten Frisuren aus dem Commonwealth. Vintage, Buffout, das ist ein Ast. Das ist ein Ast, natürlich. Das ist ein Arzt. Alter, Augenbot. Da ist Piper zu Hause. Hallo. Was ist das? All Faiths Kapelle. Ich will jetzt eine Nuka-Cola kaufen, verdammt. Und der Typ da drinnen, der gibt mir eine nur Nudelsuppen. Ja. Der hat nur Nudelschalen. Das ist korrekt. Pass auf, wo du hingehst. Ich hab dich im Auge. Okay, gut. Infiltration der herrschenden Elite von Diamond City durch das ist hoffentlich ein Notfall. Aber deine lausige Zeit. Aha, na dann. Also, danke. Was gibt's hier? Hey, der hat hier jede Menge Brahminfleisch am Haken. Klar. Okay. Ich schau's mir an. Schau dir mal die Stücke an. Hast du auch Nuka-Cola? Nein, hat sie nicht. Gut. Dann gehen wir wieder. Was ist das? Polly's Haus? Mhm. Interessant. Was ist das? Dugout Inn. Waren wir da schon drinne? Dugout Inn, okay. Dugout Inn, das ausgegrabene Hotel. Vadim, toll. Ich muss mit dir Augenblick noch, Jefim. Ich erzähl grad was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich hab also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meyerlurk. Ein Meyerlurk? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Vadim! Oh, ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Jefim. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Okay. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet.
Nein, war nur Spaß. Nur Spaß. Er ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Jo, dann handeln wir mal. Lass mal sehen, was du so hast. Genau das wollte ich hören. Hast du einen Coca-Cola? Nein, hast du nicht. Tschüss. Oh, hallo. Ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Okay. Warum sollte ich jetzt ein Zimmer mieten? Hier ist dein Geld. Egal. Du hast Zimmer 2. Einfach da durch die Tür. Einfach da durch die Tür. Und was mache ich jetzt hier? Silbermedaillon, weißt du? Und das ist dann Clown. Das ist... schön. Jetzt kann ich hier schlafen, aber was bringt mir das jetzt? Weißt du, ich bin hier reingekommen. Vadim und Yefims Terminal. Ah, ich falle wieder in den Akzent. Wie damals beim Metro. Ach, das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Hallo, du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Hallo. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles wird hier vor Ort gebraut oder gekocht. Okay. Auch kein Coca-Cola. Einige Waschmaschinen. Aber sonst ist hier, ehrlich gesagt, nicht viel Interessantes. Hier können wir eine Tür entsperren. Das will ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. So, wo kommen wir denn hier wieder raus? Hier nicht? Da kommen wir raus. Ist mehr oder weniger gerade unnötig hier. Quasi das Dugout Inn zu besuchen. Oh, Alter. So. Einfach mal ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir ja noch was. Meinen ganzen Schrott loswerden. Ob ich das überhaupt will, ist die Frage. Was haben wir hier? Eine Wohnsiedlung? Was ist das? Was ist das? Was habe ich dir denn gesagt, Cheng? Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, deinen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Shang. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Nette Knarre hast du da. Aber lass sie stecken. Ich habe keine Knarre. Hey, okay. Sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Okay. Du bist ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, geh abends in die Schule, das volle Programm. Also, wie wär's mit einer Flasche Wasser, hm? Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Was für ein Zeug ist denn da unten? Du musst dich um die Großen. Ich muss mich um die Großen. Aha. Hallo. Hey, ich würde ja gerne reden, aber ich habe gerade keine Zeit. Ich muss mich um die Großen. Nein, nein, hör auf, nein. Natürlich. Hey, Shang. Ich kann gerade nicht reden. Ein andermal. Ich muss mich um die Großen. Was muss ich mich um die Großen? Du Idiot. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe Dinge zu erledigen. Boah. Ich hasse es. Es ist einfach ein bisschen buggy. Und es ist einfach ein bisschen sehr buggy. So, apropos Schule. Diamond City Radio. Oh, hi. Hallo? Hi. Travis. Mach meinen Kram nicht kaputt, wenn's dir nichts ausmacht.
Okay. Hey, ich mein, hi. Mal wieder, hi. Hi. Okay. Können wir den jetzt zusehen beim Moderieren? Ich mach nicht. Okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh, oh Gott. Deshalb. Okay. Ich glaube, wir gehen wieder. Der Typ. Ich mag den wirklich. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier noch alles? Hier war ich ja noch gar nicht. Was ist das denn hier? Der streicht die Wände. Aha. Ha. Hier ist eine Plantage. Aha. Mhm. Schulbus. Da oben. Ist da oben, wo Schulbus draufsteht, ist da vielleicht auch... Was ist das denn? Sicherheitsbüro. Aha. Ist da vielleicht auch die Schule drin? Da oben im Schulbus? Natürlich bin ich groß. Pete Pembroke. Auch interessant. Was er hier für Namen gibt. Ist da oben im Schulbus die Schule drin? Und wenn ja, wie komme ich denn da hin? Die Schule würde ich auch gerne besuchen, wenn ich ehrlich bin. Also nur mal vorbeischauen jetzt. Aber irgendwie... scheint man da nicht hinzukommen. Ich habe keine Ahnung. Ach, 60 Minute Man läuft hier, okay. Ah. Oh. Jedes nur denkbare gute Handy. Ja, das ist toll. Ha. Huh. Hier ist Nick. Valentine Detective Agency. VDA, also. Was steht hier? Seconds. Science Center? Was ist das denn? Ist das die Schule? Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt, weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Ich, wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha. Du willst also doch drüber reden. Ah, oh, sieh mal. Wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo. Bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Ja. Klingt lustig. Ja, ich liebe Enthusiasmus. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, aha, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Die Alpha-Strahlung, oder? Hm. Also Alpha, Beta und Gamma-Strahlung sind quasi die radioaktiven Strahlungen und... ich glaube, die Beta-Strahlung. Nein, das ist leider nicht ganz richtig. Die Antwort lautet Gamma-Strahlung. Gamma-Strahlung ist gefährlich. Sehr gefährlich. Sag ich doch. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gamma-Strahlung und haben sich daran angepasst. Cool, ja, oder? Ich kann mir nichts Cooleres vorstellen. Ja, sehr interessant. Darum geht es bei Wissenschaft. Nichts bleibt unverändert. Alles reagiert irgendwie. Jetzt ist es an der Zeit für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Ja! Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen.
Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Denk dran. Ich brauche eine intakte Drüse. Oh, und kau da nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Hä? Wie sollte ich da drauf rumkauen? So, ich rede mal mit der anderen Doktorin. Wo ist sie denn? Hi! Professor Scarra. Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Du bist unfreundlich. So, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder abhauen. Ist ja toll. War jetzt nicht so erfolgreich, dieser Besuch hier drinne. Ich hätte mir mehr erwartet. Irgendwas Tolles, Wissenschaftliches. Aber das mit der kleinen Fliege, puh, das hört sich Doc Crockers Haus. Aha. Dr. Soons Haus. Kann ich da rein? Wer ist Dr. Soon? Ach, das ist der. Ich gehe hier wieder. Tschüss. Dr. Sun wahrscheinlich eher als Dr. Sun. Hm, hier liegt eine Base. Na gut. So, hier waren wir ja auch schon. Okay, also Diamond City ist immer noch nicht mein Fall, muss ich ehrlich gestehen. Aber es ist halt so. So, was haben wir denn jetzt noch alles auf dem Plan stehen? Was soll das denn überhaupt? Bring eine Blähfliegendrüse zu Dr. Duff. Okay, okay, was haben wir sonst noch alles? Alter. Galerie Pikmin, Bobby, technische Blutproben, Jet, Mama Murphy. Sieh dir den Steckbrief an. Ich würde sagen, ich lasse für heute gut sein. Alter. Oh, verdammt, Mistverdammter. So, dann, ja, ich täte sagen, ich spreche jetzt mal den Endscreen ein. Hallöchen und herzlich willkommen. Ich weiß, die Folge war jetzt nicht allzu spannend, aber dafür war es ja auch nicht allzu toll. Also ich muss mich dafür entschuldigen, dass Kopfweh ist. Ich muss die Aufnahmesession beenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lege mich jetzt hin oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Cheerio!